Hey ho Leute, willkommen zurück bei Mafia, der 18. Part, mein Name ist Mo. Weiter! Stand da noch einer? Ne, nur Peoples. Oh yeah, und wir müssen jetzt zu Frank, um ihn irgendwas zu holen. Natürlich die Tickets zu bringen. Wahahaha! Oh, ich bin so gemein! So gemein. Und die Hindenburg. Nein, natürlich nicht. Da sind sie ja. Okay, das war jetzt ein bisschen zu krass geparkt. So, ich hab die Tickets. Wehe, du machst irgendwas Falsches hier. Alles erledigt, Frank. Danke, Tom. Lass mich Marge und Alice noch Lebewohl sagen. Dann bringen wir es hinter uns. Frank, fliegst du nicht mit uns? Was? Ich kann nicht, Marge. Was? Tommy und ich sind in einer ernsten Situation, die wir erst klären müssen. Stimmt's, Tom? Frank, sag mir einfach, wo die Bücher sind und geh mit ihnen. Was? Wie willst du das dem Don erklären? Vergiss es. Das ist mein Problem. Wo sind die Bücher? Das vergesse ich dir nie. Hier ist der Schlüssel zu einem Safe in der First National Bank in Downtown. Dort sind die Bücher. Nimm ihn, Tom. Danke. Und Tom, dank für alles, was du für uns getan hast. Ich stehe in deiner Schuld. Und sag dem Don, es tut mir leid, dass es so enden musste. Für den Don bist du tot, Frank. Wenn er das Gegenteil herausfindet, hast du nichts mehr zu lachen. Und jetzt geh. Tommy, ich werde nie vergessen, wie du uns geholfen hast. Gott segne dich. Naja, wollen wir mal gucken, ne? Auf Wiedersehen, Mister. Aus der Kleine. Und vergiss nicht, was ich dir damals im Auto gesagt habe. Am Ende tötet dich dein bester Freund. Frank hatte mir das im Auto gesagt. Und jetzt sollte ich einen Freund töten. Nur, dass ich das nicht tat. Tu niemandem an, was niemand dir antun soll. Oder wie sagt man noch gleich? Und ich wollte nicht, dass Polly mich eines Tages umlegte. Tja. Vielleicht habe ich ihm gerade heute einen Grund dafür gegeben. Ich habe es so gewollt. Hoffentlich mag er mich so sehr, wie ich Frank mag. Oh Mann, schwierige Sache. Hol dir die Kassenbücher aus der Bank in Downtown. Waffe verbergen, Hane, genau. Gut, dann fahren wir jetzt in die Bank nach Downtown. Das war die Mission Omerta, größtenteils. Verlassen wir erstmal das Gelände hier. Cops habe ich ja bereits im letzten Part beseitigt. Da sollte nichts Schlimmes jetzt mehr passieren. Im Normalfall hier meine Laterne. Na gut, nehmen wir ein Auto von denen. Spielt auch keine Rolle. Dann nehmen wir den hier. Der ist doch cool. Dein schickes Cabrio. Warum nicht? War es dein Auto? Tut mir leid, jetzt ist meiner. Omerta. Die fünfte inzwischen bestimmt. Und wir haben auf einmal gutes Wetter. Aber ich meine so richtig gutes Wetter jetzt mal. Von den Bullen sollte ich mich jetzt nicht unbedingt erwischen lassen. Aua! Hallo Officer und Vollgas. Nach Downtown, um die Kassenbücher zu holen. Oh yeah. Und mit 90 Sachen durch die Stadt Lost Heaven heizen. Und da war ein Korb, der mich jetzt aber nicht interessiert. So, wo sind die Bücher? Hier, zweite links, okay. Eine Linkskurve noch, und dann sind wir da, bei der Bank. Wehe, die Bücher sind nicht da, dann komme ich zurück und mach dich alle. Frank hat nicht gelogen.
Der Koffer mit den Büchern war in dem Safe. Ich bin ohne Probleme drangekommen. Okay, alles klar. Lukas Bertone? Nee, kein Bock, du. Kein Bock auf Luki Boni. Oh, ich bin müde. Aus dem Kopf. Müssen wir nicht unnötig provozieren hier. Scheiße. Na gut, ich ergebe mich. Oh oh. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Fuck, ich muss ihn töten, bevor noch mehr kommen. Das war eng. Nichts wie weg ist. War jetzt eigentlich nicht so geplant. Ich habe aus Versehen die Waffe gezogen und schon wollten sie mich verhaften. Naja, ist ja noch gut gegangen. Habe ich schon gesagt, dass ich müde bin? Glaube ja, ne? Egal, ich bin auch nur ein Let's Player. Ich bin auch nur ein Mensch. Und wieder die fröhliche Musik. Eine rote Ampel? Was soll's? Salieri's Bar. Leere Hände habe ich ja wohl, ne? Ja, ich denke schon. Und wieder die geniale Abkürzung, wieder mit meiner Lieblingszelle, hätte ich fast gesagt. Meiner Lieblings-Telefonzelle. Da stehen aber schon ganz schön viele Fahrzeuge auf unserem Hof. Die ich im Laufe des Spiels freigeschaltet habe. Kommen auch noch mehr da, weil da kommen sie kaum noch durch. So viele stehen dann da irgendwann. Irgendwann muss man glaube ich auch noch irgendwie Fahrzeuge entfernen, weil es zu voll ist. Moin! Ich brauche nichts. So, den kann man schon mal entfernen. Das reicht. So. Während der Mission zerstörte Autos, was soll's. Besuch bei reichen Leuten. Glücklicherweise kauften mir alle ab, dass Frank tot war und ich seine Leiche entsorgt hatte. Und Franks Beerdigung musste ohne Frank stattfinden. Die Mafia organisiert gerne würdige Beerdigungen für wichtige Leute, auf denen sie die untereinander ausstehenden Geschäfte vergessen. Oder die mit dem Toten. Die Verstorbenen werden in ein gutes Licht gerückt. Das ist ein Grundsatz für jeden Gangster. Wenigstens auf einer Beerdigung. So kam es, dass nicht nur Salieri und unsere Männer lange Reden über ihren besten Freund Frank hielten, sondern auch Morello und andere Gangster. Morello und Salieri weinten Schulter an Schulter. Es sah nicht so aus, als wären sie sich noch vor einem Tag fast an die Kehle gesprungen. Frank hätte sich im Grabe herumgedreht, wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Schätze, alles ging ziemlich gut aus. Ich musste mir nur etwas für Franks Familie ausdenken. Salieri wollte natürlich der armen Witwe seines besten Freundes bis an ihr Lebensende zur Seite stehen. Ich konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zurzeit bequem in Europa erholten. 77 bis 33, 56 wurde er dann nur. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei. Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz aus. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sind der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache. Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihnen nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Paulie kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen.
Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir daran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich, aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst. Aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Salvatore. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein Bestes, Boss. Und wie Tommy, immer. Falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Hole Salvatore an der Straßenecke beim Stadion und hör Boken ab. Na, hast du was für mich? Was brauchst du? Nö, sieht nicht so aus. Tom! Was soll's sein? Nö, ist schon gut. Dann fahren Cabrio. Doch, wir fahren Cabrio. Cabrio fahren mit dem Cabrio. Vincenzo noch eine Knarre holen. Stimmt ja! Vincenzo, eine Knarre holen. Ohne Knarre sollte man keinen Einbruch durchführen. Wo bist du? Guten Abend, Vincenzo. Was hast du für mich? Thompson, Schrotgewehr? Ein Schläger, irgendwas? Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Tommy, ein Schläger scheint angemessen. Wenn du einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist der erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Danke, Vincenzo. Hauste. Ups. Verdrückt. Achso, ich packe hier schon. Da stehe ich in der finsteren Ecke des Geschehens. Vorne einsteigen. Doch, ich wollte eigentlich vorne einsteigen. Such bei reichen Leuten. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.